Jo Leute, willkommen bei Masker C. China Schrott oder Top? Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich dieses Flugzeug FX-620 unboxe und fliegen werde, dann bleibt einfach dran bis nach dem Intro. Ja Leute, letztens ist ein Paket aus China angekommen. Ja, so ein kleines Flugzeug. Die FX-620, ja, das ist mein erstes Flugzeug, beziehungsweise ist ja auch ein Geschenk für einen Kumpel von mir. Ja Leute, das Ganze gibt es in drei verschiedenen Farben. Einmal in Blau, einmal in Gelb, einmal in Rot. Wir haben die gelbe Version. Hier ist alles dabei, die Funke ist dabei. Ladegerät müsste dabei sein, werden wir gleich sehen, wenn wir es aufmachen. So, Spezifikation, wir haben ein Gewicht von 24 Gramm, eine Länge von 34 cm und eine Spannweite von 25 cm. Und angeblich könnt ihr damit 10 Minuten fliegen. Ja, das werden wir dann überprüfen. Ja Leute, ruhig sagen, packen wir das Ganze mal aus jetzt hier. So Leute, so kommt das Ganze zu euch. Ja, Controller. Oh, ist doch die Version mit den LED-Streifen. Das heißt, ihr könnt nachts fliegen, habt da Lichter, die könnt ihr unter die Flügel kleben. Ihr habt da zwei solche Strips mit dabei. So, da schauen wir uns mal das Flugzeug an. Da habt ihr es, ist komplett aufgebaut schon. Zwei Rotoren. Rechts, links. Hier habt ihr die Anschlüsse für die LED-Streifen. Da könnt ihr hier so lang kleben oder da lang, wie ihr wollt. Ja, das sieht nach dem Akkufach aus. Ja, hier habt ihr einen kleinen Depot drin. Oh, der ist aber niedlich. Mal gleich mal gucken, wie man den laden kann. Ladegerät. Ist dabei, also ein Anschluss, USB-Anschluss habt ihr dabei. Ja, hier habt ihr noch das Fahrwerk, die Räder. Die werden hier reingesteckt. Und daran gesteckt, wie das aussieht. Und noch zwei Ersatzpropeller dabei. Ja, Leute, ein kleiner Lipo ist dabei, wie ihr seht. Hier ist der On- und Off-Schalter. Wie gesagt, hier dran kommen die LED-Strips. Zwei Propeller rechts, links. Und hier steckt da das Fahrwerk rein. Das werden wir auch gleich noch machen. Ansonsten ist da nicht viel dran an dem Teil. Hier vorne habt ihr eine flexible Spitze, falls ihr mal einen Crash haben solltet. Ja Leute, ich würde sagen, wir laden den Akku und dann sehen wir uns draußen. Ja Leute, den Controller will ich euch nicht vorenthalten. Hier kommen zwei Doppel-A-Batterien rein. Ja, wie das Ganze funktioniert, werden wir gleich schauen. Anleitung habt ihr hier eine kleine. Ja, USB-Ladegerät, wie gesagt. Ah, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wie gesagt, geflogen bin ich noch gar nicht. Ja, alles in Chinesisch und in Englisch. Ja, aber viel ist da auch nicht zu sehen hier. Auf der Anleitung, von daher selbsterklärend. Ja Leute, nochmal zum Akku. Hier steht da 30 bis 40 Minuten Ladezeit. Mal schauen, wie lange wir wirklich brauchen. Die Dinger sind ja meistens eh ein bisschen vorgeladen. Was kann ich noch sagen zum Akku? Wenn ich das richtig lese, ist 3,7 Volt, 150 Milliampere. So Leute, wir stecken nochmal schnell die Räder noch dran. Vorne. Und das hintere. So, das war's schon. Und da könnt ihr dann auch hinstellen.
Ja, Leute, zieht euch mal hier die kleinen Motoren rein. Richtig niedlich. Mal schauen, was die für Leistung bringen. Ja, Leute, was ich noch gar nicht erwähnt habe, der Preis von einem guten Stück. Ich glaube, so um die 20 Euro, glaube ich, 23 Euro, irgendwie sowas müsst ihr dafür legen. So, Leute, circa 30 Minuten sind um. Den Akku werden wir mal abstecken. Und dann bauen wir den mal ein. So Leute, der Akku ist drin. Schalten wir das Gerät mal ein. Du meinst das Flugzeug? Ja, hast du ein Flugzeug? Na hier, Gas geben. Gas wegnehmen. Gas geben. Gas wegnehmen. Gas geben. Gas wegnehmen. Rechts, links. Ja, Leute, gehen wir mal raus. Ja, Leute, wir sind jetzt draußen. Startplatz ist die Straße. Ich würde sagen, Feuer frei. Der erste Flugversuch ging natürlich in die Hose. Ja, Flugbild sieht auf jeden Fall okay aus. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Erster Absturz, ich gehe mal gucken. Nichts kaputt gegangen, alles noch ganz. Ja, gib einfach mal Gas. Oh, ordentliche Höhe, ich schätze mal, jetzt haben wir so 20 Meter. Locker. Locker, sagt der Kollege. Ja, Sonnenbrille wäre besser, ne? Wollen wir mal ganz hoch machen? Ja, oben musst du auch auf jeden Fall ein bisschen Wind haben. Ein schöner Gleitflug. Komplett außer Kontrolle, Alter. Weil die hier aus sind. Aber schön, gleitet schön, war so. Gleitet, komplett gleiten jetzt. Ja, ihr könnt das schön gleiten und dann wieder Gas geben im Endeffekt. Also das Prinzip von diesem Teil scheint schon zu funktionieren. Wie gesagt, und das alles völlig ohne Ruder. So Leute, ich werde es jetzt selber mal probieren. Jetzt haben wir ein bisschen Gegenwind. Das ist Vollgas, der kommt nicht mehr hoch. Ja, er wird der Akku leer sein. Ja, 10 Minuten. Ja, Leute, ja. Gesagt, ob der Akku jetzt ganz voll war, ich glaube nicht ganz. Ja, circa 10 Minuten, haut schon ungefähr hin von der Flugzeug her. Auf jeden Fall geil, ich denke mal, werde ich mal auch kaufen.
Ja, hier ist auch nicht viel dran, was da irgendwie kaputt gehen kann. Das verbiegt sich halt maximal. Ja. Brauchst du ja zur Not auch nie. Kannst du ja eigentlich immer mit der Hand abstoßen und ja, fertig aus. Gewicht ein. Und Aerodynamik. Ja Leute, kleines Fazit. China Schrott oder Top? Wir würden sagen Top, funktioniert alles. Man kann damit fliegen. Logischerweise sollte nicht ganz so starker Wind gehen. Aber ansonsten macht es auf jeden Fall Spaß. Wir werden jetzt nochmal kurz den Akku noch mal kurz laden. Und ja, dann nochmal die LED-Lichter anschließen. Ja Leute, die LEDs sind dran, sieht auch richtig nice aus. Macht im Dunkeln bestimmt richtig Spaß. Erstes Tuning haben wir auch vorgenommen. Wir haben vorne ein bisschen Gewicht noch reingemacht, damit er ein bisschen stabiler geht. Ja. So Leute, wir haben jetzt das Gewicht dran, ne, und die LED-Lights. Ja, dann schießen wir ab das Teil. Hans, meinst du, fliegt jetzt auf jeden Fall ein bisschen besser, ja? Mhm. Ja. Ja Leute, funktioniert alles. Super Teil, können wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich glaube, das werde ich mir auch holen, das Teil. Ja Leute, wenn euch das Video wieder gefallen hat, lasst einfach einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.